Hi, ich grüße euch. Das muss man sich jetzt mal vorstellen. Ich hätte beinahe meinen rauchfreien Tag verpasst. Was soll das denn heißen? Ja, am 4. Februar, also heute haben wir den 7. Februar, am 4. Februar habe ich 2 Jahre nicht geraucht. Das ist echt klasse, ist das. Ich freue mich so darüber, dass ich das so lange durchgehalten habe und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich nochmal rückfällig werden sollte oder so. Denn wenn ich neben Raucher stehe jetzt und ich kriege Qualm ab oder so, dann macht mir das gar nichts aus. Außer es stinkt natürlich, gell? Aber sonst kein Verlangen, nichts. Das erste Jahr war das mal so ab und zu mal so, ich weiß nicht, so ein kleines Minütchen dann. Am liebsten hätte ich den ganzen Wald in eine Zigarette reingedreht, ja, und die ihn aufgeraucht. So einen Schmacht gehabt, aber wirklich nur so eine Minute, dann war das wieder weg, komischerweise. Gell? Alles hier. Kopfsache. Jetzt das zweite Jahr, im zweiten Jahr gar nichts, überhaupt nichts. Kein Verlangen. Keine Lust, eine Zigarette zu rauchen oder irgend sowas, gar nichts. Das ist toll, ist das, und ich bin echt froh, dass ich das so weit geschafft habe. Und man merkt es auch in Sachen Ausdauer. Es ist eine viel höhere Ausdauer da, wenn man jetzt so einen Berg hochläuft oder so, sonst vorher am Röcheln, nicht? Und man kommt nicht hoch, und jetzt pustet mal ein bisschen und alles ist gut. Und hier, die Nase, nicht? Man riecht viel besser, gell? Und Geschmack auch. Geschmack ist auch viel besser geworden, gell? In Sachen Lunge sagt man, 7 Jahre braucht die Lunge, um sich zu reinigen. Naja, kann sein, gell? Mir doch egal, gell? Die ist eh geteert wie, hast du nicht gesehen, gell? Ich habe über 30 Jahre geraucht und da wird sie wahrscheinlich 70 Jahre brauchen, gell, bis sie wieder sauber wird. Na, aber egal, hat sich gelohnt. Ich bin froh, echt stolz auch. Na klar, bin ich stolz, hör mal. Und glaub aber nicht jetzt, dass du Geld sparst, wenn du aufhörst zu rauchen. Das stimmt gar nicht. Du sparst erst, wenn du, sagen wir mal, Beispiel zu nennen, alle 2 Tage rauchst du eine Schachtel Zigarette. Und sagen wir jetzt mal, kostet 5 Euro, ja, um jetzt eine gerade Zahl zu nennen. Du musst alle 2 Tage 5 Euro in Sparschwein schmeißen. Kontinuierlich, gell? Macht ja keiner. Gell, das Geld, hast du mal 50 Euro mehr auf dem Konto und kaufst einen schönen Pulli oder eine Hose, gell? Ist natürlich besser als rauchen, gell? Aber sparen tust du nicht. Gar nicht. Überhaupt nicht. Gell, das ist ein Mythos, ist das, gell? Naja, ich hoffe, dass die Raucher unter euch, die aufhören wollen, es schaffen. Ich drücke auf euch die Daumen, gell? Aber hier, da muss Klick machen, dann hört man auf, gell? Ich habe von jetzt auf gleich alles weg, fertig, gell? Hat Klick gemacht quasi, gell? Es muss im Kopf Klick machen, sonst klappt das nicht. Ich habe es ein paar Mal so probiert, mal erstmal reduziert, schön, bis auf von 5 Zigaretten am Tag auf 3 runter, gell? Und ob du nun 3 raus oder keine, gell? Dann lieber keine, oder? Naja, hat wunderbar geklappt, gell? Wie gesagt, nochmal Daumen drücken für euch, die aufhören wollen. Ganz fest, gell? Tschakka, du schaffst es, nicht? Irgendwann macht es auch mal Klick und dann klappt das, gell? In dem Sinne, einen rauchfreien Tag. Ciao, euer Jan.